herzlich willkommen zum GIMP Not a Pro Newsflash. Auch heute haben wir wieder eine Menge News für euch zusammengepackt. Und wir beginnen mit den Games with Gold für den Monat September. Für die Xbox One Besitzer gibt es diesmal Prison Architect und LifeLock. Und für alle 360 Besitzer und natürlich auch abwärtskompatibel für die Xbox One gibt es Lego Star Wars 3 The Clone Wars und die Vintage Collection von Monster World. Die Downloads stehen zur Verfügung. Und für alle Ego-Shooter-Freunde unter euch gibt es eine gute Nachricht, denn die Open Beta für Battlefield 5 startet, und zwar am 6. September. Seit dieser Woche lässt sich ein neuer Spielmodus, ein Hybridmodus namens Gambit, anspielen. Und zwar ist es Teil des morgen erscheinenden DLCs zu Destiny 2, der Name ist Forsaken. Für alle die, die immer den passenden Nagellack zu ihrer Handtasche tragen und zu ihren Möbeln die passende Xbox noch nicht gefunden haben, die Wartezeit ist vorbei. Microsoft hat nun die Xbox One X in Weiß angekündigt und um noch einen oben drauf zu setzen, gibt es ab nun auch den Elite-Controller in Weiß. Und für alle die, die auch mal den Controller beiseite legen und sich auch mal eine gute Serie gönnen, gibt es hier noch einen kleinen Tipp. Tom Clancy's Jack Ryan ist nun verfügbar auf Amazon Prime. Ich habe die erste Folge schon geschaut und ich bin wirklich begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Schaut einfach mal rein. Und am Ende gibt es noch die Top 2 der deutschen Gaming-Charts. Auf der Nintendo Switch hat sich nichts verändert. Super Mario Odyssey immer noch auf Platz 2 und Mario Kart 8 Deluxe auf Platz 1. Auf dem PC wurden die Sims 4 von Platz 1 auf Platz 2 verdrängt. Denn neu eingestiegen ist F1 2018 in der Headline Edition. Auf der Xbox und auch auf der PS4 sind Platz 2 und Platz 1 identisch. Und zwar Shenmue 1 und 2 steht jeweils auf Platz 2 und auch dort F1 2018 in der Headline Edition auf Platz 1. Und das waren die News für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, macht's gut und ich sag tschö mit Ö und immer dran denken, zocken macht sexy.